Servus zusammen, wieder eine Runde Blackship Sports TV, heute direkt vom Berg. Die zwei Teamschnellsten, Tim und ich, haben uns unsere Touren-Setups rausgeholt, unsere leichtesten Touren-Setups, wie ihr sehen könnt. Wir wollen nochmal Bezug nehmen auf unser How to Save Weight Video, was wir auf YouTube bereits stehen haben, wo wir auch noch viele Nachfragen bekommen haben. Wie ihr seht, ich habe eins unserer, sagen wir mal, ja, Mountaineering Touring Setups heute dabei. Das ist der Finder 102 unter dem Fuß mit der Wasso von Plum. Das heißt, ich bin hier wirklich deutlich unter 2 Kilogramm. Irgendwo in der 1800 Gramm Range befinden wir uns hier. Läuft sich super natürlich, ganz fein. Was man auch sagen muss, unsere Cola-Fälle, die wir am Start haben, super Grip hier auf der eisigen Piste. Macht zum Hochlaufen wirklich Spaß, ein guter Schritt. Ja, das Wort zum Tim rüber. Ja, wie ihr sicher mitgekriegt habt, Lockdown-Zeit bedeutet, wir haben den Shop leider im stationären Betrieb geschlossen. Online geht es natürlich weiter, aber wenn es online weitergeht, gehen wir beide quasi dann ins Homeoffice, wie Sebastian gerade schon gesagt hat. Er ist mit seinem Touren-Setup hochgelaufen, deutlich unter 2 Kilo. Deutlich unter 2 Kilo ist bei mir wirklich gar nichts. Der Ski ist mit knapp 2,1 Kilo. Also schwerer als das, was er am Fuß hat. Ich habe mich entschieden, von diesem Armada-Ski, den ich gezeigt habe, ein bisschen drehfreudiger, ein bisschen wendiger das Ganze zu gestalten. Moment Deathwish ist meine Wahl. 112 mm unterm Fuß. Gewicht wird tatsächlich bei mir eingespart, indem ich die Marker Duke PT16 getauscht habe gegen eine ATK FR14. Das bedeutet, ich habe pro Bein ungefähr ein Kilo Gewichtsersparnis. Beim Schuh bleibe ich bei meiner Wahl, beim Dalbello Lupo Pro HD. Genau, kurze Ergänzung noch, ich bin mit dem F1 von Scarpa unterwegs, von daher allein schon im Schuhsetup liegen beide gerade roundabout 800 Gramm auseinander. Ihr seht, wo die Performance ist und wo, sagen wir mal, die physische Schwäche herrscht. Das heißt, hier drüben ist die Schwäche, da ist die Performance sozusagen. Meine Pulsuhr sagt da was ganz anderes, aber das ist ein Thema für ein neues Video. Grundsätzlich vom Gewichtseinsparen her kann man sagen, geht natürlich immer mehr. Aber wir werden dann gleich am Ende noch einen zweiten Teil machen, wie sich das Ganze dann bei der Abfahrt anfühlt. Ich glaube, da werde ich dann deutlich die Nase vorne haben, wenn ich dann irgendwann oben angekommen sein sollte und noch irgendwo Kraft haben sollte. Kurze Ergänzung, klamottentechnisch sind wir mit unseren beiden Hausmarken unterwegs. Tim ist in Black Diamond, was wir absolut empfehlen können. Ich in unsere Patagonia-Kutte, die wir auch im Shop haben. Und jetzt geht's auf den Gipfel. Bis später.